So, da ging gegenüber mal direkt eben so einfach mitten während der Aufnahme der Alarm los. Ist natürlich immer blöd, besonders weil das immer so richtig extrem lange geht und ziemlich laut ist. Deswegen habe ich mal kurz die Aufnahme unterbrochen. So, wir sind hier bei dem Minispiel stehen geblieben. Wir sollen die aktuelle Windstärke und die Richtung, die Bewölkung und die Mondphase einstellen. Okay, ja. Letztere findest du dort, wo du sonst auch nachsehen würdest. Also wir haben auf jeden Fall, nein, falsche Richtung. So, ungefähr den hier. Drei. Wie stellen wir das denn hier um? Aha. 3W. 3W und wir hatten einen ziemlich kleinen Mond. W ist also richtig erstmal. Sie wurde gedruckt. Ein Passierschein, der bedruckt worden ist. Jetzt kommen wir auch in den Turm rein. So. So, da Jones ja gerade nicht da ist, können wir mal kurz reingehen. Was zum Kuckuck? Okay. Okay, noch einmal. Okay, nicht schlecht. So, da haben wir noch ein Seepferdchen. Es geht jetzt auch direkt nach oben. Ja, Bagheera. Schön kratzen, genau. So, an alle Schreiber. Neue Abkommen müssen nach oben in mein Büro gebracht werden, bevor sie an der Wand ausgehängt werden. Davy Jones. Und wir können hier nichts mitnehmen. Was haben wir da? Eine Karte. 2 von 10. Hier haben wir ein rotes Licht. Ah ja, der fehlende Vogel. Hier fehlt mit Sicherheit ein Buch. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Wahrscheinlich auch ein Minispiel. Sollen wir nach oben gehen? Nee, besser nicht, oder? Ich gehe erstmal raus. Moment, Moment, Moment. Was haben wir da? Ah ja, hier kommen die drei Puzzleteile rein. Wir haben aber erst ein Teil. So, dann gehen wir mal hier zu der Tante. Okay. Oh, nur einmal. Okay. Ab in den Garten. Sie kann sich genauso porten wie Jones. Oh, sei doch nicht so traurig. It was her again. Schon wieder sie, ja. Hier haben wir noch eine Karte. Für den nächsten Wächter haben wir schon mal die Dublone. Glühwürmchen. Sie sind zu schnell. Ah, wir müssen bestimmt das Netz dafür reparieren.
wir suchen wieder ein paar Objekte. Nadel und Faden. Nadel und Faden. Was ist denn das? Aha, da haben wir eine Eule. Nadel und Faden, Handspiegel und Chamäleon. Machen wir das mal so. Ach je. Ein Chamäleon. Also das ist jetzt ziemlich... Oh, Wahnsinn. Ein Chamäleon. Da haben wir das Chamäleon schon mal. Einen Handspiegel. Nadel und Faden finde ich gerade noch nicht. Muscheln, Murmeln und eine Schleife. Hier haben wir die Murmeln. Eine Muschel. Nein, das ist keine Muschel. Muschel und Schleife. Eine Muschel. Wo haben wir die? Ne, das ist keine Muschel. Okay, Fenster, Parfüm und Raupe. Parfüm, Raupe. Ein Fenster. Tja, wir haben hier vier. Wenn die zählen würden. Wir haben eine Puppe. Ein Hut. Einen Hut. Wahnsinn. Wahnsinn. Tja, keine der vier Fenster zählt. Aha, okay, das hat gezählt. Ich dachte eher, dass es eine Tür wäre. Aber okay. Hut, Muscheln, Nadel und Faden. Da waren die. Okay, und ich habe nach so einem Wollknäuel gesucht, lol. So, da fehlt noch die Muschel und der Hut. Ach, das war ein Hut. Ich dachte, das wäre so ein totes Hühnchen gewesen oder so. Meine Güte. So, Muscheln. Okay, das waren die Muscheln. Wahnsinn. In Ordnung, wir haben das Nadel... Ach, das Nadel. Sagen wir mal so, wir haben unsere Sachen, um das hier zu reparieren. Der hat schon eine Dublone drin. Okay. Gut, ab zurück in den Garten und wir fangen ein paar Glühwürmchen. So. Eine Nadel haben wir noch übrig. Wir haben jetzt eine Laterne. Wofür, weiß ich noch nicht. Hey, kleines Hündchen, möchtest du, dass ich dem Mädchen folge? Ja, ich finde eher, dass er traurig aussieht, weil sie wieder weggelaufen ist. Aber naja. So, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn meine Katze da einen auf Rambo macht und den Kratzbaum da halb auseinander nimmt. So, was haben wir denn hier? Die Tür ist komplett eingefroren. Okay, schön, dass das schon mal geklappt hat. Was für ein kompliziertes Schloss. Wer immer das gefertigt hat, liebt seine Arbeit. Ja, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Aber ich denke mal, dass wir hier nichts machen können. Ich versuche mal jetzt Folgendes. Und zwar hier bei dem Gefängnis.
War das hier oder noch ein weiter? Ah, da oben. Ich versuche mal, das aufzumachen. Das funktioniert leider nicht. Okay. Gut, dann bleibt uns noch eine Möglichkeit, und zwar nach oben zu gehen. Und hier ist es dunkel. Sehr schön. Und da haben wir das Buch. Dann wissen wir, wofür wir die Glühwürmchen brauchen. Machen wir Licht an? Tatsache. Wow. Nicht schlecht. So, haben wir hier irgendwo ein Seepferdchen? Nee, ne? Erstmal nicht. Gut, da gucken wir später nach. Doch, wir haben ein Seepferdchen. Was haben wir da drunter? Da ist der Wächter. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. What was Davy Jones' quest? We cannot recall that yet. We remember thousands of deals signed. Stripping the signatories of every worldly possession. The only way to end a pact with Davy was, and still is, to fulfill its terms. We remember many that have tried to achieve it, only to fail miserably. But what were the terms? The memory of it is beyond our reach for now. Something about the treasure of Davy Jones, surely. But what? Tja, gute Frage. Ich bin gespannt, was es sein wird. Und wir haben jetzt alle drei Sternschnuppen beisammen. Wofür die sind, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Mal schauen. Oh, kann es hierfür sein? Hier sind schon ein paar Sternchen. Okay, ich dachte, es wäre ein Seepferdchen gewesen. Ich komme an diese Objekte nicht heran. Der Uhrzeiger blockiert es. Was können wir damit machen? Noch nicht. Okay. Oh, das sieht aus wie das Universum. Schick. Eine Feder. Sehr schön. Ein Buch. Ist das der Pakt? That's Corey's Pact. Oh oh. Ja, das bringt ja nichts. Mann, du musst schon zuhören. Well, I had to try. There's no other way but to decipher the pact, to learn how to cancel it. Tja, das funktioniert so auf jeden Fall nicht. Das haben ja viele schon gesagt. Verbrennen bringt nichts, zerreißen bringt nichts, versenken bringt auch nichts. Also von daher... Etwas steckt im Gelände. Wie bekomme ich es heraus? Vielleicht mit der Nadel? So. Jetzt geht's auf und wir haben schon mal das zweite Puzzleteilchen für dieses Bild da hinten zusammen. Sonst nichts. Dann mal ein Sammelobjekt. Okay, das war's soweit. Ja, schauen wir mal nach draußen. Da kommt etwas rein. Was wir, glaube ich, bisher noch nicht besitzen. Sieht aber sehr schön aus. Okay, das ist der Palast. Was haben wir hier? Okay, also der Palast von Davy Jones. Das sind die Minen. Da ist das Boot, die verfluchte Galeone. Was steckt hinter diesem Felsen? Tja, ich denke mal, das werden wir so am Ende des Spiels herausfinden. Packt ihr... Nee, ihr wollt da nicht rein. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück.
Und setzen schon mal hier hinten die Feder ein. So, dann haben wir wieder Platz im Inventar. Dann das Buch. Das war doch bei Davy Jones, glaube ich. Genau, im Turm. Und zwar hier hinten. So, Minispiel. Sortiere die Bücher, um auf den Umschlägen ein komplettes Labyrinth zu erhalten. Ordne danach die Farben der Schädel und Umschläge an. Okay, wir müssen also ein Labyrinth erzeugen. Das kommt auf jeden Fall dahin und das würde ich sagen, kommt dahin. Denn das sieht aus wie Anfang und Ende. Okay, richtig. So, und jetzt müssen die... Also das hier ist blau. Blau muss hier rein, hier muss orange, da grün und hier rot. Es gibt aber keinen roten. Das heißt... So. Nee, warte mal. Dann machen wir den nach oben. So. Dann ziehen wir die da raus. Wäre grün soweit richtig. Nee. Uff, uff, uff. Würde ich da lassen. So, jetzt versuchen wir das mal so zu tauschen. Nee, warte mal. Das haben wir. Und da haben wir das dritte Teilchen. Sehr schön. Die kam wohin? Hier, sehr schön. Oh, wieder die schönen Runen. Okay, finde alle Buchstabenpaare. Nicht alle Buchstabenteile sind eines Paars. Ach, sind nicht Teil eines Paars. So, das hier. Hier haben wir T, das Q, das A, das hier, was haben wir hier noch, die zwei, und zack, und noch ein. Oha, okay, der hier, die zwei. Noch ein weiteres Puzzle. Tauscht die Buchstaben entsprechend der Muster. Ah ja, okay, sehe ich gerade. Anfang und Ende sind korrekt. Vielleicht so. So und so? Nee. Nee, das ist das Ende. So. Okay.
Okay, das passt soweit. Das passt aber nicht ganz. Vielleicht... So, aha, hier fehlt noch was. So, das könnte jetzt passen. Gut, sehr schön. Wow. Oh je. Which pact would you like me to translate for you? Der sieht den Truhenhaltern ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus. So, Corys Pakt, bitteschön. A deal between Cory Black and Davy Jones. In return for not killing her mother, Cory Black agrees to serve Davy Jones as his maid. From this moment, until Davy Jones's pledge is fulfilled. But it's not your... You haven't signed a deal like the rest of us. You're smarter than that. To save your daughter and all of us, you must find a way to fulfill the pact. I can't tell you much, but Davy's pledge has to do with a person. And she is in a very cold place. This might help you. Ich denke mal, dass es das Mädchen sein wird und dass sie hinter den Bergen da irgendwo ist. Könnte... Also das wird mir jetzt meine Spürnase mal so sagen. So. Wir haben hier den Garten. Eine Blume. Ach, schau mal eine an. Wow. Sehr schön. Eishaus. Okay, hier ist es auch sehr kalt. Vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Ein Schwan. Here, my beloved daughter. Awaits her awakening. Oh my goodness, if Davy Jones wrote this, I never knew he had a family. Vielleicht ist das Mädchen auch seine Tochter. She's so beautiful and serene. I wonder what happened to her. Oh je. Was ist mit ihr? Sie ist echt ziemlich hübsch, aber was ist mit... Ich hoffe, wir erfahren das noch, was mit ihr geschehen ist. Sie atmet. Diese Maschine hält sie am Leben. Oh je. Aha, das sind die zwei Puzzleteile, die wir für dieses Minispiel brauchen. Der Kristall gibt eine Art Energie ab, die den Weg versperrt. Okay. Aber dahinter ist der Mond, den wir brauchen. Und noch ein weiteres Puzzleteil. Gut, aber erstmal können wir hier nichts machen. Hinter dem Eishaus sehe ich Gebäude, aber der Ausgang ist versperrt. Noch. Okay, ich dachte, wir nehmen den mal einfach mit. Okay, dahinter kommen wir noch nicht dran. Diese Figuren, das ist Davy Jones, ein paar Piraten und auf wen zielen sie? Vielleicht wurde Davy Jones verraten und... Seine Tochter kam da irgendwie in die Schusslinie. Das wäre natürlich... Ja, scheiße. Stelle das Bild wieder zusammen, indem du die Teile tauscht. Du kannst Teile nur innerhalb desselben Rings tauschen. Okay, ich gucke mal einfach auf das Wasser. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier haben wir schon den Griff,
Also wird das sehr wahrscheinlich genau so sein. So. Oben wird es qualmen. Okay. Das ging fix. Bringe die Kristallen zum Leuchten, um das Bild zu enthüllen. Oh oh. Oh 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 oh. Aber er hat jemanden in der Hand. Oh je. So eine Scheiße. So, wo ist denn der letzte Kristall hier? Irgendwo muss hier noch ein Kristall sein. Ah, da. Oh nein. I wish to live long enough to bring my daughter back to life. I shall exact a grievous toll, for I pledge vengeance on every pirate's soul until my daughter is brought back to life. None of you shall rest nor die. This is Davy's pledge. So the only way to cancel the pact is to wake up the girl. Wahnsinn. Wirklich, wirklich. Oh mein Gott, der arme Davy. How dare you? What gives you the right to take up my past? I've had enough of you. Lass dir doch helfen. Get out! Are you all right? My name is O'Malley. I used to be head alchemist for Mr. Jones. Everyone who signed a deal with Mr. Jones is stuck on this island until his daughter is brought back to life. Well, to save your own daughter, you'll have to wake up Mr. Jones. Despite what he claims, it is possible. I am certain of it. I shouldn't be here. Find me in the mines. Together, we might be able to end the deals. But be extremely careful. Mr. Jones mustn't find you. Take this. Make yourself a map up in Mr. Jones' office. Good luck. Dankeschön. Tja, wozu Liebe einen alles treiben kann, ist schon Wahnsinn. So, und hier basteln wir uns wieder einmal was zusammen. Dum-di-dum-di-dum. Da haben wir aber auch noch was. So, zwei Teilchen noch. Einmal so etwas mit Blauem. Vielleicht im Wasser? Nein, ist es nicht. Da haben wir's. Und noch ein gelbes. Das haben wir da. Ein Zeiger, okay. Scharfschütze. Yay. Falsches Spiel. Nein, Quatsch. Okay. Fangen wir doch mal am besten hier an. Da ist irgendwo was. Zahnräder. Okay. Oh, wir sind wieder hier drin, ne? Ja, wenn der Mann nicht gleich wiederkommt. Was ist denn jetzt los? Oh, gut, dass wir den mitgenommen haben, ey. Ey, wenn Davy Jones uns gleich wieder sieht, ey, der killt uns doch irgendwann mal, oder? So, das ist nicht dafür. Sie schläft noch immer. Das ist aber eine böse Darstellung. Also wahrscheinlich wollten ein paar Piraten Davy Jones killen und ich weiß nicht, vielleicht haben die nicht mehr auf ihn gehört, haben ihn hintergangen oder sonst irgendwas. Und sie kam dann halt dazwischen.
Oder sie wurde entführt, um Davy Jones zu schwächen und sie wollte dann fliehen und, keine Ahnung, wurde dann erschossen. Also ein Kram halt. Kann halt alles irgendwie richtig sein. Erfahren werden wir das erst am Ende. So, was fehlt uns denn jetzt hier noch? Ah ja, eine Scheibe. Dann gehe ich mal erstmal hier unten in den Hof. Denn hier haben wir noch was zum Basteln. Eine Tasse Kokosnussmilch. Dann wollen wir doch mal eine Tasse Vollmilch machen. Eine Augenklappe. Fischgerippe. Das haben wir hier unten. Schleuder, Teekanne und eine Trommel. Schleuder, Teekanne, eine Trommel. Da fehlt jetzt noch die zweite, da haben wir. Zack. Eine Öllampe. Fesseln. Mal die Öllampe. Da. Ein Ventil, Helm und Turm. Helm. Und jetzt noch das Ventil. Da. So. Was bekommen wir? Das Ventil. Okay. Gut, hier haben wir noch was zu erledigen. Ach so, da... Ah, das ist ein Ventil. Keine... Ach so, ich dachte, wir müssten das irgendwie aufschrauben mit einem Schraubenzieher oder so. Thank you, stranger. Who knows how long I was up there? The world changed so much before my very eyes. Anyway, take this shiny symbol. It's all I have to give. Mann, du bist so witzig wie Brooke. Du hast doch gar keine Augen mehr. Huh? How to get to the mines? Best you go through the door on the other side of the ice house. If memory serves me right, the lawyer had a key to them. Okay, der Anwalt. Wo hatten wir den denn? Okay, gehen wir erstmal hier runter. Ah ja. Genau. Ah, das ist die Kette für die für das Gemälde. Das können wir auch mal kurz einsetzen. So, jetzt fehlt ihm nur noch der Monokel. So, wo hatten wir denn hier was? Ich glaube hier. Ja, genau. Wow, das ging aber sehr, sehr, sehr fix. Und da haben wir einen dritten Zeiger. Und jetzt haben wir auch die zweite Karte. Wow, die ist sehr schön geworden. Wirklich. Nicht schlecht. So, wir sind hier, glaube ich, erstmal... Nee, nicht fertig. Hier kommt der dritte Zeiger. So, wir haben ein Puzzle. Versuche an dem Knopf im Inneren des Ziffernblatts zu gelangen. Aktiviere alle 6 Galaxien und bringe die Sternbilder in die korrekte Position. Ach du meine Güte, das klingt ja schon so ziemlich nach nicht meinem Spiel. Versuche an den Knopf im Inneren des Ziffernblatts zu gelangen. Wie aktivieren wir die denn? In der korrekten Position. Für mich sehen die irgendwie alle gleich aus.
Sonne, Mond und Sterne. Kein Hinweis darauf. Kein Hinweis, was man hier genau machen soll. Warte mal, vielleicht Sonne? Hä? Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Aber egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ach so, aktiviere jetzt alle 6 Galaxien. Das haben wir doch. Die sind doch jetzt... Ah. Okay. Okay, so, 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 so. Nein. Okay. Oha. Okay, das sind jetzt die Sternenbilder. Hier haben wir eine Kette. Da haben wir noch ein Zahnrad. Tja, aber wofür? Ah, jetzt sehe ich das erst. Okay. Ah ja, okay. Das dürfte soweit richtig sein. Und jetzt ist es eigentlich nur noch den anderen hier anpassen. Also das dürfte jetzt einfacher sein. Ja. Okay, was haben wir hier? Den Monokel, sehr schön. Das können wir direkt mal einsetzen. Mal schauen, was wir bekommen.